Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Ja, ich stehe immer noch hier im Park des Schlosses Hammerson, aber wir werden es jetzt verlassen. Die heutige Folge ist die Heimreise. Ich habe abgeschlossen, die Generalschüssel habe ich dabei. So kann also hier keiner eindringen, während wir weg sind. Und ich gehe noch einmal an der Hütte des Kalkal vorbei, der hier der Schlossgärtner ist. Und wir rennen, so schnell uns die Füße tragen, zum Luftschiff. Und dann sind wir endlich wieder nach langer, langer Zeit zurück in der Heimat. Aber eines muss ich tatsächlich, so wie wir das Gelände verlassen haben, dann erstmal machen. Oder wollt ihr nochmal kurz reingucken? Soll ich es nochmal zeigen? Na gut, komm. Einmal noch. Der Blick in die große Empfangshalle. Rechts ins Trophäenzimmer, der ein paar Witze enthält, die ich jetzt erstmal gar nicht weiter zeigen will. Der Tanzsaal mit der Musikanlage und der Bodenbeleuchtung. Der Gästetrakt für Besucher des Schlosses. Mit Klo natürlich. Sehr viele Fackeln verbraucht hier in diesem Schloss, also hunderte. Das ist bei so hohen Räumen von der Beleuchtung her einfach nötig. So kleine Wartebänke. Auf der anderen Seite der Empfangsraum. Wo Gäste warten können. Oder nach draußen in den Park gehen können. Der Speisesaal. Da habe ich das gemacht, wie mir geheißen war. Kleine Sitze. Die Sitzflächen so zu machen, dass man da auch wirklich sitzen kann am Esstisch. Danach kann man in die Bibliothek gehen, schlendern und ein Buch lesen, sich bilden. Oder aber das nur als Durchgangszimmer benutzen, um ins Herrenzimmer zu kommen. Entweder weil man mal muss oder weil man Spaß haben will. Und dann sind wir hier, wo es das Hundsgrabe Helle und das Moorbrücker Dunkle gibt und ein Schnapsschrank und eine Wasserpfeife, wo man gemütlich sitzen und feiern kann. Und wenn man erstmal tüchtig einen Tee hat, kann man hier oben noch ein paar Spiele machen, Messer werfen. Der Essensautomat, der ist jetzt inzwischen leer, weil da immer Dorfbewohner drauf getrampelt sind. Die Hühnchen, die da drin waren, sind wohl einfach despawned. Hier kann man Eisstock schießen oder auch sich selber. Wenn man damit fertig ist, geht man wieder, ja, der Bildung nach und ist wieder in der Bibliothek, im zweiten Geschoss dieses riesigen Raumes. Dann hier durch die Tür ins Kartenzimmer, in dem Zeron seine Abenteuer planen kann. Und die Karte ist tatsächlich aktualisiert. Die Karte des gesamten Schlosses. Riesig. Hier durch den Wendeltreppenturm sozusagen geht es hoch in den Dachbodenbereich. Ja, hier hängt teilweise Spinnenweben. Hier sind in Lagerräumen diverse Dinge untergebracht, unter anderem auch das Nethertor. Aber wenn man die Wendeltreppe noch weiter nach oben geht, dann kommt man in einen Zwischenraum und dann schließlich in das Sternenobservatorium mit einem etwas seltsam anmutenden Teleskop. Aber es funktioniert, man kann hier durchgucken und die Sterne betrachten. Oder ein bisschen den Irrgarten versuchen auszulunsen, wo man lang muss. Aber ja, nützt der Trick nichts. Und das habe ich mir schon gedacht, dass man sowas machen kann. Also hier der Observatoriumsturm, von dem man aus in jede Himmelsrichtung um das Schloss schauen kann. Oh, wenn man mich aufpasst, fällt man runter. La 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 la. Wir wollen aber wieder ganz nach unten. Durch das Kartenzimmer hindurch. Dann sind wir wieder im Flur. Aber jetzt in der oberen Etage. Dort, wo Zerons private Gemächer sind. Ein Kaminzimmer, wo man mit Freunden sitzen kann und sich aufwärmen kann. Noch so ein kleiner Sitzbereich, wo es hinausgeht. Auf den Außenbalkon des Schlosses, indem man aus alles von vorne sehen kann. Hier Zerons Schlafzimmer mit
rustikalem Kleiderschrank, einem großzügigen Himmelbett und auch einem kleinen Balkonzugang, wo man morgens die erste frische Luft des Tages genießen kann oder auch einfach mal schauen kann, wie das Wetter so ist. Aber Zeron kann ja nicht immer nur schlafen. Hier sind überall kleine Aschkübel untergebracht. Sondern er muss ja auch ab und zu mal arbeiten. Hier in seinem Bürgermeisterbüro. Wo er alle Karten hat, die er braucht. Ein kleines Kinderzimmer. Derzeit unbenutzt. Das Luxusklo unseres Bürgermeisters. Was zu lesen immer parat. Und das private Badezimmer mit Saunastein und einer schönen warmen Wanne. Wieder zurück durch den Flur. Nach draußen. Und nach ganz unten in den Keller. Ich kürze hier einfach mal ab, denn da können wir auch hier lang. Hier ist der Werkzeugschuppen. Ich glaube, ich habe noch einen Eimer, den kann ich jetzt hier lassen. Habe ich sonst noch irgendwas, was hier bleiben kann? Nichts, was hier reingehört. Hier sind Fortbewegungsmittel, Schienen, Dresinen, ganz viele Sättel und Boote. Hier sind Waffen, Bögen. Und hier oben normale Werkzeuge, hier die Leitern, die kann ich auf jeden Fall hier lassen. Hier der Meisterkoch des Schlosses in seinem Schlafzimmer. Und verschiedene Kammern der Bediensteten. Vier Stück an der Zahl. Und auch hier ein Abort. In diesem kleinen Gewölbekeller. Hier sind auch noch ein paar Lagerregale, wo so Verschiedenes drin lagert. Zum Beispiel Dynamit. Das nehme ich aber mit, das Glas. Hier sind noch ein paar Kleidungsstücke, Knochen und Färbemittel und Wolle. Hier, die lasse ich einfach mal hier. Dann kommen wir in die Waschküche. Hier der große Waschzuber, Tische, wo man Wäsche falten kann, noch eine Werkbank, Öfen, wo Wasser heiß gemacht wird und Wäsche getrocknet werden kann. Noch ein Waschzuber, hier sind Leinen, um die Wäsche aufzuhängen. Ein Handtuch und das hier ist der beheizte Badezuber. Wenn man nicht oben eine eigene Wanne hat, so wie der Zeron, sondern als Bedienstete, die hier unterkommen muss, dann kann man hier in diese große Badewanne steigen. Hier sind Kleiderkisten. Dann kommen wir in einen Aufenthaltsbereich für die Diener des Schlosses. Mit vielen Tischen und Stühlen, ein paar Büchern, gemütlich beleuchtet und rustikal gehalten. Die Privatgemächer des Schlossverwalters mit seinem eigenen Schreibtisch und seinen Unterlagen, die er braucht, um das Schloss zu verwalten. Und seinem Schlafzimmer. Mit großzügigem Bett, Ofen, Kisten und allem, was man braucht. Dann kommen wir hier in den Speisesaal für das Gesinde, die hier dann die Reste verzehren dürfen. Naja, wohl schon ein bisschen mehr. Hier ist eine Müllkiste, hier sind Geschirrkisten und hier kommen wir in die Küche. Hier kann alles gekocht und hergestellt werden, was Opa Zeron im Schloss so braucht. Und hier ist gerade was fertig. Das können wir gleich mal nach unten in die Vorratskiste bringen. Hier ist sogar ein kleiner Brauständer für alchemistische Produkte. Und hier das Lager mit dem großen, großen Bierfass, das auch oben die Bierleitung speist. Ein paar Kammerdiener sind gerade hier. Und hier unten ist der direkte Vorratskeller, wo bereits zubereitetes Essen gelagert werden kann und gegebenenfalls nochmal aufgewärmt wird. Eintöpfe, Fleisch. Und da bin ich mal so frei und bediene mich einfach. Hier Backwaren aller Art. Backkartoffeln, Gemüse, Obst, Eier, Nettowarzen, Eis. Steht hier alles dran. Alles, was man braucht. Und das war's. Das Schloss. Bis auf natürlich einige Geheimnisse, die ich jetzt an dieser Stelle aber nicht lüften werde, denn die soll Zeron natürlich schön selbst herausfinden. Und für uns heißt es nun, endgültig Abschied nehmen von diesem wunderbaren Schloss. Von diesem wunderbaren Projekt,
von 101 Folge jetzt sozusagen, die ich hier war, in Neugedungen. Jetzt heißt es ab nach Hause, neuen Abenteuern entgegen. Und dem Weihnachtsfest natürlich, das in Sternsingen stattfindet. Und hier an dieser Stelle, tja, nee, nicht die Chat-Einstellung, die Grafikeinstellung brauche ich, heißt es jetzt, einen Moment abwarten, denn ich muss den Shader ausschalten. Jetzt könnt ihr zumindest alle lesen, welche Shader ich hier verwendet habe. Einmal den CUDA jetzt zum Schluss, den auch Opa Zeron mal verwendet hat. Vorher aber den Sildur's Vibrant Shader, der aber ziemlich ressourcenbeanspruchend war und deswegen damit ich mich überhaupt nicht mehr in die Zivilisation bewegen konnte. Aber weil wir jetzt generell zurück wollen in die Zivilisation, muss der Shader jetzt nun mal einfach aus. So. Uah. Sieht ganz anders aus dann natürlich alles, viel krasser, direkter. Aber so ist das halt. Aber jetzt kann ich mich auch wieder dran gewöhnen, wenn es dunkel ist, dann muss ich auch sofort schlafen, weil sonst... Ja. Ist die Nacht nämlich gleich schon wieder um. Ich hätte mir jetzt natürlich noch ein Pferd nehmen können, aber... Das Stück laufen wir jetzt. Das war eine doofe Idee. Ich bin ewig unterwegs. Ich mache die Eichhörnchen-Taktik. Ich hole mir noch ein Pferd, oder? Das geht einfach schneller. Jetzt bin ich schon soweit. Ach komm, ich laufe. Ah! Entscheidungen, Entscheidungen. Mann, Mann, Mann. Ich werde heute nochmal im Dreielbenland wieder ankommen. Boah, war ich lange weg. Ich muss direkt mal überlegen, ob ich jetzt eine kurze Pause mache. Auf jeden Fall sind die Folgen jetzt oder werden die Folgen jetzt nicht mehr täglich kommen, sondern wieder in meinem normalen Rhythmus von bis zu 5 Folgen die Woche. Denn jetzt haben wir es nicht mehr ganz so eilig. Ich musste das hier hinkriegen, um vor Weihnachten überhaupt noch fertig zu werden hier mit dem Projekt. Ja, und jetzt bin ich's und jetzt ist es so ein bisschen komisch. Ja? Abschied nehmen von einer langen, aber tollen Zeit hier in Neugedungen, die mich bautechnisch auf jeden Fall sehr viel weitergebracht hat, sehr viel geschult hat. Und alles hakt jetzt ein bisschen. Das liegt daran, dass ich den, ja, Shader ausgemacht habe, dann ist der Speicher vom Spiel immer ziemlich voll, von der Grafikkarte. Und jedes Mal, wenn man dann einen Bereich wechselt, einen sogenannten Chunk, dann hakt er ganz kurz. Ja, es ist noch früh am Tage, ich muss also nicht schon wieder hier in der Wegeherberge Rast machen. Oh, wenn man zu Fuß unterwegs ist, dann zieht sich das schon ganz schön, dieses Stück. Bis nach Babesa. Huh. Aber wie gesagt, ich bin da ganz positiv. Wir werden heute auf jeden Fall noch ankommen. Ich hüpfe einfach noch mal ein bisschen. Das hebt die Laune und spart die Zeit. Oh, Junge. Ich wollte es ja so. Ich habe es in den letzten Folgen schon ein paar Mal gemacht, ich kann mich nur wiederholen. Ich bedanke mich bei euch für die tollen Reaktionen, für die vielen Aufrufe der Videos und für die schönen Kommentare, die mich auch wirklich weitergebracht haben. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit mir, wie ich mit euch in dieser Zeit. Und ja, jetzt gilt es, sich bei einem besinnlichen Weihnachtsfest ohne Stress zu erholen, in einer schönen besinnlichen Vorweihnachtszeit. Ich freue mich schon wirklich auf Sternsingen, denn es wird nochmal so wieder sein, die Seele baumeln zu lassen und sich Kraft zu holen für neue Taten im neuen Jahr. Da sind wir im Vor angekommen. Es tut mir leid, dass es immer mal hakt, aber wie gesagt, das liegt jetzt am Umschalten. So, einmal hier rauf. Und Abflug, leinlos, Kurs Hundsgrab. Neugedungen, mach's gut. Uah. Junge, das ging ja wieder schnell. Wahnsinn, diese
Warp-Geschwindigkeit von diesem Luftschiff da. Man ist richtig durchgeschüttelt, so ein paar Mal noch. So, jetzt wollen wir mal gucken. Das ist auch. Ja, alles hakt. Oh, es hakt, es hakt, es hakt. Damit das aufhört, muss ich dann tatsächlich, ich glaube, einmal komplett neu starten. Aber. Ich hoffe, wir kriegen es trotzdem halbwegs hin. Jetzt zumindest noch nach Hause zu kommen. Also muss ich mich erstmal wieder orientieren. Der schnellste Weg zum Hafen müsste hier lang sein. Hallo Hundsgrab! Perle des Dreieldenlandes, ich war ewig nicht da. Ist bestimmt eine Menge passiert, wa? Ja, ihr sagt es, Leute. Junge, ist hier was los. So, ich komme bald wieder hier zurück, um nach Sternsingen zu fahren, aber erstmal geht's ab nach Hause. Ich war so lange nicht auf Hexenwacht. Auch wenn ich jetzt eine kleine Rundreise durchs Dreieldenland machen muss. Boah. Nochmal Hundsgrab. Und dann müsste. Boxsprung kommen. Und von Boxsprung aus reist man direkt nach Hexenhafen. Na, das ging noch zügig. Ah, so, jetzt nicht nochmal drücken, sondern aussteigen. Ah. Hexenwacht. Du Sturm um Toaster, kühler Felsen. Prachtvolle Burg, wo ich auch überlege, sie noch mal ein bisschen umzubauen. Ja, vielleicht beim nächsten Fest der Erneuerung. Oh, sag mal. Dieses Erlahmen meiner Schritte ist jetzt wirklich super anstrengend und deswegen endet die Folge jetzt auch gleich. So wie ich oben angekommen bin und alles ausladen kann. Hallo Leute, hallo Bürger. Hallo Verteidiger der Hexenwacht. Ist alles gut bei euch? Scheint so. Gehen wir zu Hause. Ja, alles normal aus. Na, alles gut hier. Ihr habt nichts gehört, nichts bemerkt. Wunderbar. Gucken, an der Poststelle ist irgendwie Post da für mich. Nö. Naja. Hey, du da, nichts auf der Mauer. War alles in Ordnung? Aha. Nichts Neues, nichts zu berichten. Nichts passiert. Nicht gemerkt, dass ich weg war? Ich war aber ein paar Monate weg. Na gut. Offensichtlich ist das nicht so aufgefallen. Oh. Was sehen meine entzündeten Augen? Waffen aus Grimoria. Nutzfleisch aus Grimoria. Was ist denn Nutzfleisch? Oh. Ach, hier für so, damit man mit Bürgern handeln kann. Ist Nutzfleisch aus Grimoria. Oh, Seelenfresser, Plünderung 2, Nemesis der Glieder, Rückschuss, Schwungkraft, Verbrennung. Boah, was für ein Schwert. Und der Runenschild der Kraft. Wow, danke Fastgard. Also, was wären wir ohne unseren Zwergenkönig, der uns mit solchen krassen Waffen und Sachen versorgt. Jetzt muss ich ganz schnell erstmal alles einlagern hier. Sonst... mal wieder mein altes Lagersystem angucken. Ich war eine Weile nicht da. Truhen, Öfen, Werkbänke da. Komm hier rein. Okay. Zombie-Nebern, das ist wirklich... Das ist kaum noch zu nutzen hier gerade. Sprengstoff kommt hier hin. Glas da drüben. Glasblöcke, Glasscheiben. Die Stöckchen.
Türen, Zäune, Klappen und sowas. Das kommt alles hier rein. So, Türen auch. Aha, aha. Hier habe ich jede Sorte Tür, immerhin. Wolle und Teppiche. Da. Seelensand und Glühstein. Dann kommt der Glühstein, kommt hierher. Ja, die Setzlinge, die behalte ich noch, weil die will ich mitnehmen nach nach Sternsingen. Eventuell brauche ich die da, ja. Eisen. Und hier hinein. So schnell die übrigen Zombie-Lebern aufsammeln, bevor die verschwinden. Und ab ins Bett. Hey Dizzy, hast du mich vermisst? Ich dich schon. Ja. Schön, dass ich wieder da bin. Schön, dass ich wieder bei dir bin. Ich bin übrigens bald wieder weg. Ja, ich weiß. Bin ein ganz schlimmer. Ja, da kann ich jetzt aber wirklich mit meinen Bürgern handeln. Wenn ich das so sehe, glaube ich, Fazgard hat ein riesen Zombie-Problem, wenn er so viele Zombies hat. Auf jeden Fall, das ist ja... Ähnlich hammerhartes Schwert wie das, was ich habe. Eigentlich noch besser mit der Verbrennung und so weiter. Wahnsinn. Ja, das wird auf jeden Fall ein neues Jagdschwert für mich sein. Und da muss ich direkt mal gucken, wie ich das hier unterbringe. In meiner Truhe, da muss ich mal meine Endertruhe noch ein bisschen umräumen. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Fazgard. Vielen, vielen Dank, liebe Zuschauer, für die tolle Zeit. Und ich bin zurück in Hexenwacht. Und morgen, oder beziehungsweise nicht morgen, aber bei der nächsten Folge, geht's schon wieder auf Reisen. Also, liebe Freunde, macht's gut. Bis dahin, euer Zordan, denn was jetzt kommt, das ist eine andere Geschichte. Ciao.